Oh mein Gott, ich habe ein Déjà-vu. Ja, Leute, und willkommen zu einem, ich sag mal, neuen Let's Play Pokémon Smaragd, der Nuzlocke Run. Ja, es wurde abgestimmt und ja, die Mehrheit sagt den Nuzlocke Run. Und ja, machen wir jetzt Nuzlocke. Im Gegensatz zu Blattgrün wird dieser Run ein bisschen anders ablaufen. Regeln sind nicht alle dieselbe, also ich habe mir jetzt vier feste Regeln gemacht, die ich einhalten werde. Das ist einmal, pro neuem Gebiet wird nur ein Pokémon gefangen und sobald ein Pokémon besiegt wird, wird es auch freigelassen. Hat die normalen Nuzlocke-Regeln, dann natürlich das mit dem Spitznamen. Und ich darf nicht zwei gleiche Pokémon im Besitz haben, also sprich keine zwei Zickzacks oder ein Schwalbino und ein Schwalboss. Das geht nicht, denn das ist für mich nicht der Sinn der Sache. Und bevor ich hier anfange, lassen wir mal hier noch. Gibt es keinen schönen Rahmen? Doch, 13 ist schön. Und ja, ohne Folge, weil. Nee, nicht in diesem Spiel. Sorry. Nicht in diesem Spiel. Sorry, dass du warten musst. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Pokémon-Professor. Diesen sogenanntes Pokémon. Das ist süß. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns alle als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Du weißt schon, Hahnkämpfe und so. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir nicht alles über sie. Es gibt noch viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich der Pokémon-Forschung. Genau das Pokémon tue ich. Und wer Pokémon bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich stecke direkt vor dir, man sieht doch direkt, dass ich ein Junge bin. Naja. Nein, und wie heißt du? Jo, diesmal nenne ich tatsächlich den Charakter mal nach mir, nach meinem Real-Life-Namen. Oh mein Gott, ich habe ein Real-Life. Das wäre ein bisschen komisch, der Kleinzeit, aber egal. Michael. Ah, du bist also Michael. Jo. Was dagegen? Okay, beruhig dich, Mann. Jetzt habe ich so, das heißt Michael, und bist gerade nach Wurzelheim mit meinem Heimatort gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und schütze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm schon zu meinem Pokémon-Labor, ich warte dich dort. Okay. Warum nicht? Yeah, LKW-Action. Ich bin so toll. Boom. Du kriegst dein Pokémon-Logo. Ja, dann du lieferst Service einer Pokémon-Firma. So, kaum bin ich wieder im Spiel, kann ich nicht mehr richtig lesen. Toll. Flop. Michael, wir sind da, Schatz. Die Vatimutux waren schon unsere Sache. Bestellte müden, du bist in die Wurzelheim. Wie gefällt es dir, das ist unser neues Zuhause. Es ist nicht idyllisch, man kann hier wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst ein eigenes Zimmer, Michael, lass uns hineingehen. Moment mal. Muss ich mir vorher mit meiner Mutter ein Zimmer teilen? Oh Gott, das werde ich niemals los. So, ich muss das mal bequem hinsetzen. Upsala. Siehst du, Michael, ist doch auch schon, oder nicht? Die Pokémon machen uns für uns den Umzug an. Räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch wunderbar. Was? Irgendwie habe ich gerade falsch. Das ist doch besonders praktisch. Das kommt davon, wenn man zu schnell lesen will. Michael, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Warte, der hat irgendwas für Begrüßung geschenkt. Der soll mir lieber was Besseres schenken. Geld, Pokémon, Mädels, irgend sowas halt. Ob ich erst 10 Jahre alt. Fußball. Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie anzustellen. Ja, ja. Oh mein Gott! Ich will nicht, was er mit dem Fernseher macht. Oh Gott! Ich stehe im Weg. Geh weg! Ah! Ist ja gut. Mann. So, bevor wir die Uhr anstellen, erstmal zocken. Das ist eine Nintendo GameCube. Ein Game Boy Advance angeschlossen und den als Controller. Cool. Ja, erstmal Trank. Cosa Can. Der Schatz zieht die Karte der Höhlenregion an. Hallo, wir sind in Wurzel. Ey! Aber das ist irgendwie. Nicht? Geht das nicht? Na, egal. Wayne. Sie ist stehen geblieben. Stell sie besser ein und ziehe sie auf. Ich ziehe eine Uhr auf. So, wir haben jetzt 7 Uhr. Dim. So. Zack. Ja. So viel.
Michael, wie gefällt dir denn 10-mal? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Zucke sind so praktisch und so billig. Und das ist prüfen, ob der Schreibtisch von der Rand auch um die ja. Wir haben ein wirklich sehr schönes Zimmer, ich finde. Ich meine, wir haben ein Bett. Wir haben einen PC mit einem Röhrenbildschirm. Wir haben eine Karte, wir haben eine Gamecube, Galerie. Wir haben einen Fernseher, wir haben eine Wanduhr, wobei ich keine haben möchte. Und wir haben keine Anime-Poster an der Wand. Oh, Michael, Michael, schnell, komm schnell her, komm schnell her, komm, komm, komm. Da, der ist ja einer von Blütenburg City, ich glaube, Vati ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Vatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name, er liegt gleich nebeneinander, das musst du dich nie übergehen und dich vorstellen. Okay. Zwei Fragen, die ich mir immer bei jedem Pokémon gestellt habe. Erstens, wo schläft die Mutter? Auf dem Küchenboden. Gut, wir haben nicht mal eine richtige Küche, das ist die Küche hier. Yay. Zweitens, warum haben wir kein Klo? Warum? Wo mache ich mein Geschäft? Was, wenn ich mal duschen will? Okay, gut, ich bin Game, aber dennoch. Professor Birks Haus. Moment, ich will noch was nachschauen. Haus für Michael, yeah. Ja, wir sind hier der Eigentümer der Wohnung. Dann haben wir auch das Zimmer, nicht unsere Mutter. Oh, hallo, wer bist du? Punkt, 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 Punkt. Moment, um mal einen netten Kollegen zu zitieren. Arschloch, blöde Schlippe, Flittchen. Wenn es erkannt hat, kriegen Keks. Oh, du bist Michael, unser neuer Nachbar. Hallo, ich bin mein Kind in deinem Alter. Mein Ehe-Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Dein Ehe-Tochter, kann ich mal... Arsch. Nicht. Oh, die orange Gamecube. Ein Pokéball. Ich glaube, es merkt niemand, wenn ich mir mal schnell einstelle. Oh, scheiße. Was? Wer bist du denn? Bist du ein Einbrecher? Ja, mein Arschloch. Arschloch. Ah, du bist Michael, du bist halt hier angezogen. Ich bin mal geschickt, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum mit Pokémon der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört, mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Woher kennt er mich? Egal. Ich habe getroffen, dass du nett bist mit Michael und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich total vergessen. Jetzt hat dich Vater doch helfen, ein paar viele Pokémon zu fangen. Michael, wir treffen uns später. Mein Ball. Natürlich ist unser Charakter natürlich nett, pfadfinderisch. Pfadfinderisch, was ist für ein Wort? Was ist denn los hier? Hallo, möchtest du Kekse kaufen? Nur eine Packung für 200,99 €. Gerne. Das ist ein wichtiges Pokémon, ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was los ist? Ich habe auch kein Pokémon. Ach, egal. Hilfe! Oh mein Gott, er wird von einem Dachs verfolgt. Hilfe, du da drüben, bitte Hilfe! Mein Butler findet einen Pokéball. Nö. Willst du den? Lass mich im Stich. Gut. Helfen wir dir. Wir haben die Auswahl zwischen Waldgecko, Gekaboa, Kükenflämli und Lehmwürmer Hydropi. Ich würde lieber Hydropi nehmen, aber ich wurde gebeten, ein Flämli zu nehmen. Komm schon, Flamly, sei weiblich. Das wäre ziemlich cool. Du bist natürlich männlich. Egal. Kratzer! Zack! Zigzag ist sowas von einem Unterwäschedieb in Animes, finde ich. Ich meine, wegen den Augen. Dieses Schwarze mit den Augen sieht so aus. Zigzag ist und erinnert euch wirklich so einen Unterwäschedieb. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie ist es so. Ich finde irgendwie lustig. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet, vielen, vielen Dank. Du konntest dich mein Level 2 Pokémon mit deinen Fäusten und meinen Füßen wegtreten und wegschlagen. Oh je. Oh, hi, du bist doch Michael, aber das liegt auch auf mein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon Labor, oder? Okay, weil ihr könnt noch ein paar Zigzags rumlaufen. Du bist also Michael. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. Deine Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Ja, will ich auch hoffen, dass meine Mutter eine Affäre gehabt. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du da benutzt hast. Wir hatten ein Flämli. Yay.
Kannst du Pokémon einen Namen geben? Ja. Da du männlich bist, bekommst du den Namen. Moment. Ah, so. Z-O-K-O. Zuko. Yay! Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, bist du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind Maike studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Micha, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike triffst? Nein. Ach, sei doch nicht so. Du sollst dich wirklich mit meinem Spaß treffen? Nein. Ach, sei doch nicht so. Du sollst dich mit meinem Spaß treffen? Nein. Ach, sei doch nicht so. Nein. Ach, sei doch nicht so. Na gut. Schöne freie Meinung. Großartig. Maike wird sich sicher freuen. Maike sollte dir dabei zeigen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ja, fast jedes wichtige Wort groß geschrieben wird. Na, was will man tun? So. Ich hoffe, ich habe Glück, weil das Zickzackzelt hat sich jetzt neues Pokémon. Und ich schaffe es hier rüber, ohne ein Pokémon zu treffen. Wünsch mir Glück. Oh. Gott. Nein! Verdammt! Oh mein Gott, ein Pfiffchen hätte ich haben können, aber hab ich dennoch nicht bekommen. Yay. Och man. Ich hätte gerne ein Pfiffchen gehabt. Aber es ist weiblich. Hm. Weiblich ist Magnein. Auch cool. Willkommen in Wurz, Rosalstadt. Hi, ich hatte meinen Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte mal mit mir? Nein. Dieser Pokémon-Supermarkt ist eine blaue und auch erkennbar. Wir bekommen wenigstens Dinge wie Pokémon, mit denen man Pokémon fängt. Jetzt ist eine bekommst du ein Zwerbergeschenk für dich. Besteck mit Geschenk, ne? Man sagt ja zu dir, dass du aber das übermacht, wie du zu meinem Pflanzen Pokémon-Center. Meine Frage, was ist in ein anderes Haus, ein blaues Dach hatte? Dann brennen wir es nieder! Okay. Hm. Ach du Scheiße, die sind ein bisschen crazy. Egal. Willkommen, wir alle Pokémon machen wir. Yay, Heilung, gratis. Pokémon sind total fit. Komm jetzt wieder vorbei. Werde ich, vielleicht, irgendwann. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Du. So, ich denke mal, hier wird ein 100%igen Pokémon begegnen. Och man, das wäre so toll, wenn ich ja. Ich find's sogar ein Wingull. Oh, also gerade ein Wingull. Ein Pfiffchen. Naja, gut, kann ich leben. Level 4, damit kann ich nicht leben. Kratzer! Ja. Nö. Goinbook. Sorry. Nee. Ohne mich! Und, ja, noch ein Pokémon, gut. Das wurmt mich dann doch nicht. Noch ein Pfiffchen, schön. Pfiffchen, Pfiffchen! Ich mag Pfiffchen, das sieht süß aus. Du bist entkommen, yay! Hi, Maike! Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi, Michael! Oh, ich sehe schon, mein Vater hat mir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns kämpfen. Ich gebe dir meinen Vorgeschlag auf das Leben als Trainer. Komm mal her, Kleine! Komm mal her! Eine Ausbildung von Trainer Maike. Hydropi wird von Trainer Maike eingesetzt. Oh, sie hat einen Hydropi. Hm. Ich hätte auch einen Hydropi gerne gehabt. Naja. What the hell? Wie viel Schaden macht das Hydropi? Aha, Volltreffer! Was macht er auch Volltreffer? Ich bin ein bisschen vorsichtig. Vor allem normalerweise kommt man mit Level 6 oder Level 7 an, nicht mit. Wow, Level 5. Wow, ist es schneller? Druck genommen! Komm. Puh, okay. Wow. Das war hart. Hust, hust. Level 6, yay! Wuhuhu! Yay, wuhuhu! Level 7, instant, geil! Das ist schön, Level ab und Energiefokus. Schön. Wow, das war spitze, ich hab eine Stimme. Wow, das war spitze, ich hab ein Naturtalent. Wir bekommen 3 Pokédolle. Money, baby, money. Ich glaube, ich weiß, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast deine Pokémon erst vor kurzer Zeit, das mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Yo, würde ich auch mal sagen, ne? Aber ich will erstmal mein Pokémon heilen. Willkommen im Pokémon Center.
Du. Wir heilen all deine Pokémon und wollen nichts dafür haben. Du. La 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 la. Michael. Michael, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ich kann auf diese Route auch kein Pokémon empfangen. Mann, oh. Das geht irgendwie auf die Laune. Ich meine, jetzt kann ich zwei Pokémon nicht fangen. Zwei Pokémon, die mir womöglich noch den Arsch retten könnten, aber naja. Sind sowieso nur Zigzags, Fifi, ein Wingull und Wampel geworden. Und daher nicht so schlimm. Oh, hallo Michael. Ich habe gehört, du hast Michael besiegt. Super, das war dein erster Pokémon-Kampf. Kampf gegen einen Trainer. Michael hilft mir schon sehr lange bei meiner Pokémon-Forschung. Ja, ich sage mich zu oft Pokémon, egal. Michael, du hast eine respektable Geschichte als Pokémon-Trainer. Ja, das hilft mir bei meiner Forschung, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Michael hat den Pokémon-Pokédex. Ja, Pokémon-Pokédex. Der Pokémon-Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Pokémon-Gerät, das automatisch jedes Pokémon-Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Pokémon Michael geht nie oder hinaus zum Pokémon-Haus. Immer wenn mein Pokémon-Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt es mir dann einfach den Pokémon-Pokédex, wenn ich draußen forsche. Wow, Michael, das hast du auch ein Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich habe jedes für dich. Pokébälle, yeah, ein bisschen spät, aber gut. Es macht unheimlich viel Spaß, die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich habe mir wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich nicht die Pokémon hätte gefangen, ist es mit Pokédellen. Pokébellen, upsala. Pokédellen, So. Warte, Michael! Oh Gott, ich bin doch auch rein, oh mein Gott! Michael, hast du schon mal Professor Pig vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon! Oh Gott! So, jetzt geht's wieder. Oh, was für ein hübsches Pokémon, du hast es von Professor Pig gehalten, toll! Du bist das Kind deines Vaters. Ich will jetzt auch hoffen, dass ich das Kind meines Vaters bin. Wunderbar, du siehst gut aus wie dein Pokémon. Ihr Liebling, für deine Abenteuer sind diese Torporträger wieder geschaffen. Sie werden einen Schritt beschleunigen. Ich finde diese Schuhe gut an der Bedienungseinleitung. Ja, das sind Schuhe, die brauchen Bedienungseinleitung, ja. Wenn ich das nächste Mal in den Schuhladen gehe, muss ich erstmal die Verkäuferin fragen, wie ich die Schuhe anziehe und so, ja? Und wie ich laufe. Also bitte Vorsicht, sollte das passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle Schatz. Yeah, alle schnappen kann ich mir nicht, aber die einige. Los geht's! Jetzt kommt natürlich kein Pokémon, ja, leckt mich doch. Gut, Leute, würde ich sagen, das war's von Pokémon Saphir. Ups, falsches Let's Play. Pokémon Smaragd Nuzlocke. Von heute im nächsten Part werden wir dann die nächste Route erforschen. Bis dahin, Leute.